Spezialpreis, eigentlich ein etwas komischer Name. Es ist dies der große Preis für Essays und Leitartikel. Leitartikel und Essays, das sind die Diamanten des politischen Journalismus, der Diamant, hart, geschliffen, lupenrein. Zum ersten Mal wird dieser Spezialpreis für einen Fernsehfilm verliehen. Und für was für einen? Agora, von der Demokratie zum Markt. Dieser Fernsehfilm ist nicht einfach ein Film. Er ist, das darf ich als ehemaliger Staatsanwalt sagen, eine präzise Anklage, eine große Anklage. Der Film schildert in 90 Minuten mehr als 4 Jahre Eurokrise aus griechischer Sicht. Er zeigt die politischen und die sozialen Auswirkungen der Krise in packenden, oft in erschütternden Bildern. Dieser Film des griechischen Filmemachers Yorgos Avgeropoulos, produziert für den WDR, ist ein erregender Film über die Griechenland-Krise, über Armut, Obdachlosigkeit und Staatsverschuldung. Der Film legt die Facetten der Krise mit Akkuratesse, mit Präzision und mit penibler Leidenschaft zusammen. Die fatalen Folgen der sogenannten EU-Rettungspolitik für die griechische Gesellschaft sind mir selten so nahe gerückt wie mit diesem Film. Die Griechen als Schuldner. Mir ist bei diesem Film Shakespeare eingefallen. Shakespeare und sein Kaufmann von Venedig. Shakespeare hat dort die archaische Vorstellung aufgegriffen, dass man Schulden auch mit einem Teil seines Körpers begleichen könne. Generationen von Interpreten, auch aus meiner Disziplin der Juristerei, haben sich mit diesem Fall befasst. Der Geldverleiher Shylock besteht auf seinem ihm vertraglich eingeräumten Recht aus seinem säumigen Schuldner, dem Kaufmann Antonio, ein Pfund Fleisch herauszuschneiden. Die Zunft der Juristen hat viele Jahrzehnte über die Wirksamkeit des Geschäfts und den Urteilsspruch gestritten. Rudolf von Iering, der große Rechtsgelehrte, vertrat in seiner berühmten Schrift »Der Kampf ums Recht« im Jahr 1868 die Auffassung, dass der Anspruch des Shylock wegen Sittenwidrigkeit nicht bestünde. Über die genaue Begründung hat man jahrzehntelang diskutiert. Es wurde und wird aber allgemein als indiskutabel bezeichnet, als intolerabel beschrieben, dass Schulden mit Fleisch bezahlt werden. Wenn es also archaisch und sittenwidrig ist, dass Schulden mit Fleisch bezahlt werden, was ist dann von den Lasten, den Einschnitten und den scharfen Sparmaßnahmen zu halten, die Griechenland und den anderen EU-Südländern auferlegt worden sind? Die massiven Sparmaßnahmen hatten und haben besorgniserregende Folgen für die Gesundheit. Viele Menschen können nicht mehr ordentlich medizinisch versorgt werden. Die Selbstmordraten steigen. Ist das eine neue Art Fleischpfand, das für die Schulden bezahlt werden muss? Die EU-Troika, schon eben kräftig angesprochen, die nach der Wahl des linken griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras nur eine Zeit lang nicht mehr Troika heißen durfte, hatte bestimmt, dass öffentliche Ausgaben für Gesundheit nicht mehr als 6% des Bruttosozialprodukts betragen sollen. Mit der Folge, dass die Ausgaben für Medikamente und Gesundheitsleistungen um 25% zurückgefahren wurden. Die Zahl der Krankenhausbetten wurde reduziert. Es wurden keine neuen Ärzte mehr eingestellt. Krankheiten breiteten sich wieder stärker aus. In Griechenland kam es zu besorgniserregenden Anstiegen von HIV-Neuinfektionen, von Tuberkulose und Malaria. Die Säuglingssterblichkeit nahm um 43% zu. Die Versorgung von Patienten, die nach einem Unfall oder einer Operation auf Blutkonserven angewiesen sind, war in Griechenland ohnehin seit Jahren schwierig. Nun wurde sie desaströs. Die Bevölkerung, und das ist auch das Thema dieses Films, büßte für die Schulden des griechischen Staates mit Fleisch und Blut. Wo bleibt da der Sieg des geläuterten Rechtsbewusstseins? Kaum ein Krankenhaus in Griechenland kann die europäischen Mindeststandards mehr einhalten. Regelmäßig zeigt das griechische Fernsehen Bilder bettelnder
und flehender alter Menschen vor Kliniken oder Apotheken in Athen und Thessaloniki. Das waren und sind Warnbilder. Die Botschaft, wehe dem, der in Griechenland ernsthaft krank wird. Wo bleibt da, um auf Shakespeare zu kommen und auf den Kaufmann von Venedig, der weise Daniel? Wo bleibt die Portia, die hier wie in Shakespeares Stück eingreift und das Schlimme verhindert? Jeder, der den Kaufmann von Venedig liest oder sieht, sagt, es sei intolerabel, dass Schulden mit Fleisch bezahlt werden. Wo bleibt dieses Rechtsbewusstsein, wenn es um die Euro-Schulden geht? Sollen die mit Leben und Gesundheit bezahlt werden? Die sogenannten Schutzschirme für Banken und Euro sind aufgespannt worden. Aber, gerettet wurden und werden nicht Menschen. Gerettet werden Schuldverhältnisse, Finanzbeziehungen, Machtgefüge, Wirtschaftssysteme. Sie sollen überleben. Ist es nur sekundär, ob und wie Menschen dabei überleben? Solche Gedanken kamen mir in den Sinn beim Betrachten dieses preiswürdigen, dieses ausgezeichneten Films. Dieses Werk von Yorgos Avgeropoulos ist ein großer Leitartikel, ein packendes Essay mit den speziellen Mitteln des Dokumentarfilms. Der Film zeigt die Größe der Krise und ihre gefährlichen Abgründe. Er bildet nicht nur ab, er regt an zu intensivem Nachdenken und zu reger Diskussion. Das ist das Beste, was ein Dokumentarfilm leisten kann. Herzlichen Glückwunsch. Yorgos Avgeropoulos, bitte kommen Sie zu uns. Congratulations. Herzlichen Glückwunsch, congratulations, Yorgos Avgeropoulos, once again. I'm really moved and honored, I can say. I would like to thank the Otto Brenner Foundation, the jury, and as well as the lovely people of WDR, who supported the project from the beginning. Also spezieller Dank nochmal an Otto Brenner Stiftung und die WDR-Crew. Über 4 Jahre haben Sie die griechischen Verhältnisse begleitet. Sie zeigen alle Facetten der großen Krise, das Schicksal von Einzelnen, die ihre Arbeit verlieren und nicht mehr weiter wissen. Auch die aufgeheizte Stimmung gegen Immigranten, den Aufstieg der Neonazis von der goldenen Morgenröte. For 4 years you attended the Greek crisis, showing it in all different facets. During your work, what was worrying you the most about the situation in Greece? Was hat Sie bei der Arbeit am Film am meisten beunruhigt? Okay. First it was the rise of fascism and secondly was the impoverishment of the society. Mm-hmm. Regarding the rise of fascism, you know, at the beginning we all thought that the supporters of Golden Dawn, they were just misguided people who have not read history, so they just, you know, they put the blame on others. Immigrant refugees, the others, the strangers. But after 5 years of crisis, almost six now, and 4 election processes, and 2 murders, we realized that there is a percentage in the Greek society that are declared fascist, period. And for the impoverishment of the society, it was amazing to see, you know, the individualism of the middle class. You know, I'm not going to be affected, I'm okay. Nobody's going to be okay from this, nobody's immune from this. And the best answer
For this is the rise of the solidarity movement, and is the only gain that that we have as a society during all this tragedy. Okay, I'll translate. Also er sagt, vor allem sind es zwei Sachen, die ihn beunruhigt haben. Das eine, die unglaublich schnelle Verarmung der Gesellschaft und der Aufstieg der faschistischen Kräfte. Das ist völlig unterschätzt worden. Sie dachten, das waren ein paar Fehlgeleitete, die den Immigranten die ganze Schuld in die Schuhe schieben wollten. Aber jetzt ist klar, dass die Faschisten doch eine sehr breite Unterstützung in der griechischen Gesellschaft bekommen haben. Und noch zur Verarmung. Es gibt vor allem in der griechischen Mittelschicht, sagt er, immer noch die Haltung, mich betrifft das nicht. Ich bin davor sicher, aber er sagt, niemand ist davor sicher. Und als Reaktion auf diese Haltung ist eine sehr große Solidarität in der griechischen Gesellschaft entstanden, das wohl die einzige gute Sache ist, die diese große Tragödie hervorgebracht hat. Sie sind ein weitgereister Dokumentarfilmer. Sie haben an vielen Krisenherden der Welt gedreht. Jetzt plötzlich ist Ihre eigene Heimat zum Schauplatz dieser dramatischen Krise geworden. Wie haben Sie das erlebt? You are a documentary filmer who traveled to all kind of flashpoints around the world. Suddenly your own country became the venue of a dramatic crisis. How did that feel for you? Well, as you said, I was filming a dark, tortured, and very often dangerous world, trying to expose certain policies that, you know, they are promising growth and development, and they are bringing actually poverty and mayhem. So the same policies that I have filmed, I have witnessed in Africa, Latin America, and Asia, they are now in my backyard. And this is unbearable. Actually, I did this documentary because it was my personal reaction towards this, towards all this. And what I have to say is that if these kind of policies can be implemented in my country, be sure that the next could be you, or could be France or Belgium, and we can see it happening right now. Mm-hmm. Er hat also an vielen gefährlichen, dunklen Orten der Welt gedreht und hat oft enthüllt, dass wo Entwicklung und Wachstum versprochen wurde, in Wahrheit doch nur mehr Armut und Chaos kam. Was ich in Afrika, sagt er, und Asien, in Lateinamerika gesehen habe, das passiert jetzt in meinem eigenen Hinterhof. Und das ist unerträglich für mich. Das ist der Grund, warum ich diesen Film gemacht habe. Das ist seine persönliche Reaktion auf diese Ungerechtigkeit. Und er hätte nie gedacht, dass er jemals so einen Film über seine Heimat Griechenland drehen würde. Aber wenn diese Sachen in seinem Land passieren, sagt er uns, seid sicher, die können auch genauso gut bei euch passieren. Ja. Der Film... Oh, ja. Der Film erinnert nicht nur im Titel an die ursprüngliche Bedeutung der Agora, den Platz sozusagen, der das Herz der Demokratie bildet. Heute so auch die These Ihres Films, ist die Agora nur noch von den Gesetzen des Marktes beherrscht. Wo liegen für Sie die größten Fehler, die größten Versäumnisse in der Bewältigung dieser Krise? The film reminds not only in the title of the original meaning of the Agora, the central square, which symbolized the heart of democracy. Nowadays, that is what your film is telling, the Agora is completely dominated by the rules of economy. Where in your eyes were made the biggest mistakes in trying to solve this crisis? Okay, as many of the most prominent economists are saying, when you implement harsh austerity in the middle of economic crisis, you're going to make the crisis worse. This is the first. The second is that I think that we are living historical times now, because actually, we are witnessing the European political and economic elite seeking a realignment of the social contract in Europe. And this has nothing to do with the public debt or the crisis of 2008, because when the Troika makes demands in countries like Greece and Portugal to rewrite from the beginning all the employment laws, this has nothing to do with the public debt. This is a strong intervention in the social contract. Mm-hmm.
Also viele bekannte Ökonomen sagen, wenn man mitten in der wirtschaftlichen Krise eine strikte Austeritätspolitik erzwingt, dann macht das die Lage noch viel schlimmer. Griechenland ist nur ein kleiner Teil des Austeritätsplans, der über ganz Europa verhängt worden ist. Er glaubt, wir leben jetzt gerade in historischen Zeiten. Die politische und wirtschaftliche Elite in Europa suchen nach einer Neuausrichtung des Gesellschaftsvertrages. Und das hat nichts mit den öffentlichen Schulden oder mit der Krise von 2008 zu tun. Als die Troika von Ländern wie Griechenland und Portugal forderte, ihre Beschäftigungsgesetze neu zu überarbeiten, da hatte das eben überhaupt nichts mit dieser Verschuldung oder der Krise zu tun. Wer ist in Ihren Augen vor allem für diese griechische und auch europäische Krise verantwortlich? Who is responsible? Who is responsible? Well, okay, I think that the heart of the problem lies in the fact that there are banks very happy to lend money and governments very happy to solve their problems by going into relationships with them. This is the heart of the problem, I think. And I also think that the energy and the dynamism of our political system has shifted towards actually a rather narrow and secret relationship between the political elite and the business elite, who are increasingly disconnected from the population. Also, er denkt, der Kern des Problems liegt im Verhältnis der Banken zu den Regierungen. Die Banken freuen sich, Geld zu verleihen, und die Regierungen freuen sich, ihre Probleme zu lösen, indem sie mit den Banken Beziehungen eingehen. Es gibt ziemlich verborgene, aber enge Beziehungen zwischen einer mächtigen Business-Elite und der politischen Elite, die sich mehr und mehr von der Bevölkerung entfernt haben. Und wir haben inzwischen einen Punkt erreicht, wo Märkte die Regierungen regieren. Seit dem Jahresbeginn ist nun die linke Partei Syriza in der Regierungsverantwortung. Wie viel Hoffnung knüpfen Sie an Tsipras und seine Leute? Now the left-wing Syriza party is leading the country. How much hope do you pin on Tsipras and his politics? Okay, not much. Why? Because, as you know, Tsipras has been blackmailed and bullied during the negotiations that ended up with the capitulation of Greece in July 2015, and now Tsipras has no any room to maneuver. He has promised a lot and he cannot deliver, and that's it. I mean, and now he has signed the hardest memorandum MOU ever imposed on the Greek society. So I think that a lot of Greeks are feeling now frustrated. Also er hat nicht viel Hoffnung in das, was Tsipras betrifft. Tsipras wurde in den Verhandlungen erpresst, bis Griechenland am 12. Juli kapitulieren musste. Tsipras sagt, er hat praktisch gar keinen Spielraum, die Austeritätspolitik zu beenden. Hoffnung und Würde zurückzubringen, das hat er versprochen, aber er kann es nicht liefern. Tsipras hat das schlimmste Memorandum unterzeichnet, das jemals über die Griechen verhängt worden ist. Und ja, die Griechen, viele Griechen sind einfach im Moment immer noch sehr frustriert. Thank you so much. Vielen Dank für diese griechischen Inneneinsichten, Georgos Akropoulos.